Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte zunächst erst einmal kurz auf mein letztes Video eingehen. Also nicht auf das, was ich da gesagt habe, sondern auf einige heftige Kommentare. Das Problem ist, wenn man natürlich mehr Abonnenten hat, kommen auch irgendwie eben blöde Kommentare, mit denen man rechnen muss, auch wenn man sich vornimmt, ich gehe darauf nicht ein, ich lasse mich nicht auf dieses Niveau herab, ich wink das durch. Man kann 100 tolle Kommentare haben, einen blöden Kommentar und schon springt man genau auf diesen blöden Kommentar und regt sich darüber auf. Und ich habe das getan und bin auch drauf eingegangen und habe auch ein bisschen mitkommentiert. Einige liebe Zuschauerinnen, vielen Dank euch, haben sich damit eingemischt und haben mir die Stange gehalten, was ich ganz süß und zauberhaft und sehr solidarisch fand. Es geht um nichts, es geht um einen dämlichen Lidschatten und es geht um mein Gesicht, dass ich angeblich ein leidendes Gesicht habe und dass sie sich das nicht länger antun wird. Ja, ist ja in Ordnung. Also, ne, sie hat die Wahl, diese Zuschauerin mich wegzuschalten, mich zu entabonnieren. Sie muss mich nicht gucken, es zwingt sie niemand. Aber ich finde, man muss auch nicht, weil man selber vielleicht frustriert ist, einfach so blöde Kommentare schreiben, die weder mit dem Inhalt zu tun haben, noch so. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt euch rüberbringen soll, wie das ist, also damit ihr das nachvollziehen könnt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich möchte jetzt mal für alle YouTuberinnen sprechen, also für alle, die Filme machen. Jeder, der sich auf YouTube einen Kanal erstellt hat und Inhalte bringt, also Videos hochlädt, macht sich Gedanken, gibt sich Mühe, macht sich wirklich eine Birne und steckt dort wahnsinnig viel Zeit und Muße und Geld und was weiß ich nicht alles rein. Und wir machen das nicht, um eigentlich auf Deutsch gesagt in die Fresse zu bekommen. Ja? Man muss nicht jeden lieben, man muss nicht jeden mögen, man muss nicht alles gut finden, aber man kann doch gewisse Dinge dann durchwinken, sondern mein Gott, okay, die gucke ich dann nicht mehr. Und es ist so eine Zeitverschwendung eigentlich und es ist so kontraproduktiv, wenn man sich mit sowas beschäftigen muss. Aber ich dachte, ich gehe jetzt doch nochmal irgendwie so darauf ein, bevor ich jetzt mit diesem kleinen Haul, mit dem Rossmann Haul beginne. Und ich glaube, dass auch viele YouTuberinnen, wenn die das sehen sollten, bei mir sind oder auch Zuschauerinnen. Es gibt ja auf Facebook und Instagram auch nicht diesen dämlichen Hoch-Runter-Button, also das ist auch so demotivierend. Ne? Also wie gesagt, es setzt sich keiner hier hin und macht was, macht ein Video, um euch zu ärgern und im Gegenteil, um euch zu erfreuen, um euch Dinge zu ersparen, um euch Wissen zu vermitteln und das finde ich ist doch eine schöne Sache. Und ich möchte jetzt auf diesem Wege nochmal meinen Zuschauerinnen danken, die mich so unterstützen immer. Und ich habe, wie gesagt, jetzt mal eine so eine Dame oder was auch immer sich hinter diesem Pseudonym, natürlich anonym, ohne Foto verbirgt. Aber ne, man ist ja Mensch und man ärgert sich dann eben doch. Und ich wollte das jetzt mal zum Thema machen und wollte euch einfach Danke sagen, dass ich das ganz süß finde, dass ihr, wie gesagt, so solidarisch seid und mitkommentiert habt und mir geschrieben habt, ich soll mich nicht darüber ärgern. Und ich ärgere mich auch eigentlich nicht. Ich habe der dann irgendwann geschrieben, so, nun hast du deinen Auftritt gehabt, nun ist gut. Also wenn die jetzt weitermacht, werde ich die löschen. Wir haben ja zum Glück die Freiheit, wir als YouTuber zu sagen, weißt du was, dich will ich hier nicht mehr drauf sehen. Du kannst mich nicht mehr gucken. Du kannst mich auch nicht mehr abonnieren. Gut. Anyway, aber soweit ist es noch nicht. Sie kriegt noch eine Chance. Schauen wir mal weiter. Oder er oder wer auch immer sich hinter diesem Pseudonym verborgen hat. Fangen wir an mit dem Rossmann Haul. Ich habe gekauft eine Glasdiagnosewaage. Ich habe mir eine Waage gekauft, um mein Gewicht zu kontrollieren. Das habe ich in dem Sinne noch nicht so getan in meinem reifen Leben. Also wir hatten zwar schon einen Wagen im Haushalt, aber irgendwie ist jetzt keine mehr da. Und ich habe mir jetzt eine neue Waage gekauft, weil ich in den letzten Monaten, würde ich sagen, zwei Monaten, also
zugenommen habe, was ich nicht unbedingt möchte, was mir auch gar nicht so aufgefallen ist. Und wisst ihr, warum mir das nicht aufgefallen ist? Wenn man im Winter ja so diese bequemen Gummizughosen anhat, so Leggings, so etwas dickere Leggings, so Fleece und Thermohosen. Und ich wollte, wie gesagt, eine Jeans anziehen und dachte, oha, was ist denn hier passiert? Passt nicht mehr. Tja, das verdanke ich meinem Wahnsinnskonsum an Schokolade, Croissants und diesem ganzen anderen Zeug, was eben alles sofort auf die Hüften geht, wie Karamell etc. Wir hatten nur die Weihnachtszeit, jetzt die Osterzeit. Und wie gesagt, ich möchte mein Gewicht jetzt so ein bisschen mal kontrollieren und habe mir diese Diagnosewaage für 14,99 € gekauft und die hat also, die misst auch diesen Körperfett und Körperwasser, Knochen und Muskelanteil. Gut, das ist jetzt alles nicht so interessant für mich. Ich möchte einfach mal mein Gewicht kontrollieren und schauen, mal sehen, wie lange ich brauche, um das wieder runterzubekommen. Also ich mache keine Diät, ich schränke mich auch nicht ein. Gut, ich werde vielleicht ein bisschen mehr, doch ich schränke mich schon ein. Ich werde nicht mehr so viel Schokolade, nicht mehr so viel Ostereier essen. Schokoladen-Ostereier gibt es ja dann auch nicht mehr. Gut, dann habe ich noch gekauft, weil mein altes Bügeleisen kaputt gegangen ist, ein Dampfbügeleisen. Also ich halte jetzt erstmal den Karton in die Kamera. Das ist der Karton dazu, ein Dampfbügeleisen ist das mit Abschaltautomatik und antihaftbeschichteter Sohle und 6 Funktionen hat das gute Stück, kostet auch 15 €. Meins ist nämlich kaputt gegangen und bevor ich mir so eine neue tolle Bügelstation kaufe, was so in meinem Kopf umherschwirrt, dachte ich mir, ich brauche ein Bügeleisen, ne? Und dann sah ich das und hat doch so ein schwenkbares Kabel, sieht auch ziemlich stylisch aus. Ein anderes war total ruiniert, total fertig. Also das habe ich mir jetzt mal gegönnt und ich glaube, dass ich damit sehr zufrieden sein werde. Dann musste ich mir noch einen Schirm kaufen, weil es geregnet hat. Ich habe mir so einen kleinen süßen. Ich habe zwar unendlich viele Schirme, aber ich fand die auch süß. Ich fand die Farbe so toll. Passt ja gerade, ne? Pinky. Also einen pinkfarbenen, alles über die Ideenwelt, einen pinkfarbenen Schirm für die Handtasche, kostet 2,99 €. Dann habe ich mir noch gekauft diese Wattepads, die wir alle mal brauchen. Diese Bio-Wattepads von Ebelin. Weiter von Ebelin ein paar Feuchttücher. Das sind solche feuchten Waschlappen. Die haben jetzt keinen. Haben die einen Duft? Nee. Also ganz normale. Die benutze ich jetzt für zwischendurch und für die Hände. Wenn ich habe immer in der Handtasche welche oder auch im Auto. Und sich die Hände zu waschen. Man fasst ja doch alles Mögliche an. Eine Türklinke hier und da und Geld und was weiß ich. Und überall sind Keime und Bakterien. Und ich war, wie gesagt, so schlimm krank und ich achte da jetzt besonders drauf. Habe ich vorher schon, aber jetzt achte ich noch mehr drauf. Das sind diese Reinigungsfeuchttücher, so für zwischendurch, mit Frühlingsblütenduft. Die habe ich schon mal geöffnet und reingeschnuppert. Muss ich sagen, also das habe ich zu Hause gemacht. Also nicht da, geht ja nicht. Und ich bin nicht so begeistert. Da gibt es noch einen hawaiianischen Duft, also Hawaii-Blüten irgendwie. Den hat eine Freundin von mir, den haben wir schon getestet, der ist gut. Also der ist nicht so doll, aber den muss ich jetzt aufbrauchen. Ansonsten stehe ich mir auf diese blau-weiße Verpackung, diese neutralen, klassischen Feuchttücher, auch wenn sie so ein bisschen schmieren, aber man, es gibt doch sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für Feuchttücher, also diese Allzwecktücher. Dann habe ich diese Elmex Professional, die brauchen wir eigentlich jeden Monat neu, und dann auch diese Interdentalbürstchen, um die Zwischenräume der Zähne professionell zu reinigen, was ganz wichtig ist, also nicht nur Zahnseide zu benutzen, sondern auch diese Interdentalbürstchen. Gerade wenn man Brücken oder Kronen hat, die Frauen, also die Menschen, die Leute, die wissen, dass man, also mit diesem Bürstchen, dass sich eben kein Karies bildet. So, dann haben wir nochmal hier dieses Fußwohl, das ist so eine Raspel, die hatte ich noch nicht. Ich bin gespannt, wie die sich macht, also für, um die Hornhaut zu entfernen. Ich habe immer so eine etwas sanftere Pfeile gehabt. Ich bin gespannt, wenn man jetzt nicht zur Fußpflegerin geht, sich das zwischendurch eben auch mal selber zu machen. Lässt sich wohl gut reinigen mit warmem Wasser. Mal sehen, wie die sich anstellt. Ich werde euch berichten, wie sie ist. Dann haben, was haben wir denn noch? Wir haben hier diese Nordtücher, die benutze ich, wie gesagt, nicht für den Trockner. Die kommen in meinen Schränken und Truhen zum Einsatz, damit es schön lange nach frischer Wäsche duftet. Dann hier Perwoll. Perwoll für Wolle und Feines. Jetzt haben wir viel so Tuniken und so leichte Kleidchen und so leichte Sachen, die wir jetzt im Frühjahr anziehen wollen. Ich bin zwar ein Fan von Pulverwaschmittel, aber bestimmte Sachen ist mir aufgefallen mit dem Pulverwaschmittel. Wenn man so ganz so seidige Sachen hat, da macht sich doch ein flüssiges besser.
Und hier ist angeblich, hier wirkt gegen Knötchen oder hält die Form. Wir werden sehen. Also bei Wollwäsche. Perwoll riecht immer toll. Ist ein ganz unaufdringlicher, zarter Geruch. Für die Küche nochmal Aloe von Frosch, Aloe Vera oder Aloe. Spüllotion ist mild zu den Händen, gut zum Geschirr, prima für den Herd, also für alles ist pH-neutral. Also es ist, ich mag es gerne, gibt es noch in anderen Duftrichtungen und Frosch ist ja auch eine, seit 1986 so eine Bio-Marke ist das nicht. Was ist das eigentlich oder ist das doch Bio? Nee, das ist einfach Frosch. Doch, es ist Bio, entschuldigt bitte, es ist Bio-Qualität. Und Frosch für sauber, für 100% saubere Meere, das ist sehr schön, setzen die sich ein. Gut. Ricola, Holunderblüten, das sind solche, das sind diese schönen Klickpackungen, ne? Die habe ich auch in meiner Tasche oder im Auto, so Kräuterbonbons, die sind zuckerfrei. Wenn man so ein bisschen Halskratzen hat oder wenn der Hals so ein bisschen trocken ist. Darauf bin ich sehr gespannt. Das ist von Balea ein Duschschaum Hawaiian, also hawaiianischer Dream, also Hawaiian Dream. Mit dem Duft von, was für einer Blüte? Oh, also irgendwie Kokosmilch und irgendeiner Blüte. Entschuldigt bitte, das muss ich lesen. Tiareblüte für jede Haut. Und cremig zart mit Avocadoöl inspiriert Körper und Sinne. Ich bin gespannt und gibt ein rundherum Wohlfühlgefühl. Mhm. Ja, ist das eigentlich neu? Da gibt es das schon länger. Nee, das gibt es wahrscheinlich. Wahrscheinlich kennt ihr das schon. Ich kenne es. Nee, ich probiere es dann mal aus. Also diesen Duschschaum. Und dann, ich lasse gleich mal die Brille auf. Ich habe mir gedacht, wenn die Iris Berben das benutzt, was ich irgendwie nicht glaube, aber zumindest die Werbeträgerin für L'Oreal, Age Perfect Cell Renaissance, eine Nachtcreme. Ich werde die, sie kostet 2019 oder also knapp 20 Euro, ist Alter 50, 60, 70 plus, das heißt, ich kann die nächsten 30 Jahre diese Creme nehmen. Und die Inhaltsstoffe sind schwarzer Trüffel, also das sind alles die Inhaltsstoffe, irrsinnig viel. Verspricht also eine strahlende Haut, jüngeres Aussehen durch schwarzen Trüffel und fermentierten Schwarztee. Also die Haut soll also mehr Vitalität und Kraft erlangen und wird eben, weil sie sich nachts regeneriert, festbar, also sichtbar fester. Strahlender, wirkt erholter und ich werde dieses Ding aufbrauchen. Also das heißt, ich habe jetzt schon mal die Folie abgemacht und habe gedacht, was ist das denn? Ach, wisst ihr, was ich dachte? Ich dachte, das wäre so ein Spatel. Nee, ein Spatel ist nicht dabei, ne? Also man soll ja immer mit einem Spatel in die Creme gehen. Das ist dieses Ding, damit es nicht geklaut wird. Dieser Code da, also eingeschweißt in der Packung, was ja auch vernünftig ist, wird ja genug geklaut, wenn man die ganzen Tester denkt, also was da immer alles fehlt, was die Leute so mitnehmen. Das gibt es auch als Tagescreme, ich werde diese Creme probieren, hoffentlich riecht es nicht wie Trüffel. Naja, nee, es riecht nicht wie Trüffel, aber es riecht schon anders als das, was ich sonst so kenne. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich L'Oreal für mich, also ob man da, also wie sich es anfühlt als erstes, ob man es verträgt. Das ist ja das nächste Ding mit dem Vertragen. Wir vertragen ja auch nicht alles, ne? Ihr habt das in meinem letzten Video schon gesehen. Selbst Lidschatten, selbst mit Lidschatten und Mascara und mit was man als Probleme haben kann, was dann tränt und mal sehen, was passiert. Ich werde, wie gesagt, darüber auch ein Video machen. Und wenn mir das zusagt, da gibt es ja noch andere Sachen, da gibt es ja auch, glaube ich, noch eine Tagescreme und eine Augencreme von diesem Age Perfect Cell Renaissance. So, ihr Lieben, es ist ja Samstag und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Das Wetter ist ja wohl traumhaft. Und genießt die Sonne, genießt den Tag und denkt daran, seid besonders gut zu euch. Bis bald. Ciao.